Say, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute-Squad, Episode Nummer 4 in FIFA 16 Ultimate Team. Und die letzte ist wieder trotz des etwas schlechteren Resultats an sich sehr gut bei euch angekommen. Hat mich gefreut, wenn euch diese wieder gefällt. Lasst einen Daumen nach oben, da 1000 Likes wären wie immer richtig, richtig nice. Und es geht heute weiter, ihr seht schon im 4-3-3-2 und das liegt daran, dass ich den Spieler ganz gerne auf dem Flügel spielen würde und da gar nichts dran vorbeigeht, denn sonst werde ich wieder unzufrieden und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass Max zumindest ein bisschen zufrieden mit seinem Team ist und ich denke mal, das kann man hier so ganz gut erreichen. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Links zu RandRun, Instagram, Facebook, Twitter und Amazon. Bei RandRun vorbeischauen für PSN und Microsoft Guthaben und bei den anderen Social Media Links gerade, um mit mir in Kontakt zu bleiben. Heute Abend ist wieder Bundesliga. Ihr seht das Video allerdings erst am Sonntag. Von daher bin ich gerade in Köln. Ja, das ist auch mal ganz nice. Gar nicht so schlecht und wir enthüllen mal direkt. Da seht ihr schon im Thumbnail, wer der Spieler für heute Episode ist und das ist Eden Hazard, der linke Flügelspieler von Chelsea, vom FC Chelsea. Forster Skills und Weakwood, 90 Tempo, 92 Dribbling, 82 Shooting, 84 Passen, 64 Füßes hoch, Mittelarbeitsraten, Rechtsfuß und ich habe ihn für 4 Spiele. Er ist natürlich normalerweise linker Mittelfeldspieler auf dem linken Flügel, ist er deutlich besser aufgehoben, meiner Meinung nach, deswegen wird er da auch spielen. Und ich merke gerade schon, wir beruhigen uns jetzt erstmal, weil ich rede viel zu schnell. Das liegt vielleicht daran, dass ich gerade SpongeBoss gehört habe. Aber ich kann es nicht genau sagen, deswegen suchen wir einfach mal den zweiten Spieler für diese Episode, denn wir können natürlich nur um Hazard ein Team herumbauen und Fernandão wird es nicht werden. Ich bin gespannt, wer es denn werden wird. Gold, erster Spieler, ist von Relevanz und es wird nicht Xabi Preto, es wird Jimmy Brignon. Da habe ich richtig Bock drauf. Jimmy ist ja für mich eine Figur des Nicht-Abstiegs von Hannover 96, denn der hat extrem Anteil daran gehabt, gerade sein Kopfballtor auch gegen Wolfsburg, das ja so ein bisschen... ja, die Wende quasi gebracht hat, wird nicht mehr kosten als 700 Münzen, das ist auch super. Vom EA Gingorm ist ja mittlerweile wieder Gold, leider ein bisschen im Tempo runtergegangen, aber an sich sehen die Stats echt nice aus, als der höchsten Beast-Ratings, was die Stürmer aus der französischen Liga angeht, von daher wird das bestimmt schon einigermaßen laufen. Mal sehen, wie wir das Team jetzt um ihn hinbekommen, aber wird schon irgendwie werden, hoffe ich jetzt einfach mal so ganz spontan. Ich würde sagen, wir legen ohne länger rumzuschnacken los in 3, 2, 1 und Start. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Nordings Wasted Ding kriegen soll. Aber das kriegen wir schon irgendwie. Oder? Kriegen wir das hin? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Spaß. Doch. Hat ihn gehofft, das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn das der Fall ist, dann kriegen wir es auf jeden Fall Nordings Wasted hin, weil dann ist eigentlich schon das ganze Team erledigt. Gingon muss nur einen zentralen Mittelfeldspieler aus Frankreich haben. Dann sind wir da versorgt. So. Und natürlich sollte ich auch Gingon eingeben, wenn ich die schon suche. So. EA Gingon. Nein. Fuck. Recht, die Sechser haben sie. Okay, das ist in Ordnung. Sankaré heißt da. Ah, die Geschichte. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ist ein bisschen blöd, weil ich da eigentlich einen offensiveren haben möchte. Aber den haben sie auch. Ach, Jimmy. Silber, wie sieht's denn da aus? Ja, haben sie. Und zwar Matthias. Ja, ist auch eher ein defensiverer. Nee. Gut, dann müssen wir Sankaré nehmen. Dann müssen wir, gucken. Aber das machen wir schon irgendwie, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das heißt, wir brauchen einen rechten Flügelspieler und der muss im Idealfall das ganze Spiel einfach vorne stehen. Das war jetzt nicht so geplant. Und er sollte aus der Ligue 1 sein, aber nicht für Franzose und nicht bei EA Gingon. Ich wollte eigentlich gar nicht nach einem Inform suchen, weil Kasseri nicht in Frage kommt, sondern nach normalen Spielern. Und Ocampos ist halt langsam. Ne? Den Afa. Gibt's da überhaupt vernünftige? Ich weiß es gerade spontan gar nicht. Rechtes Mittelfeld, Mukanjo, der wäre natürlich lecker, weil er schnell ist, ne? Muss man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Hochgering, das ist natürlich eigentlich perfekt für einen rechten Flügelspieler. Also nicht nur das Pace, was natürlich, es ist nicht mehr so wichtig, aber mittlerweile durch den Patch leider Gottes doch schon wieder. Und es bringt halt einen gewissen Vorteil. Und dann halt die perfekten Arbeitsraten. Und wenn wir zwei Sechser schon mal im Mittelfeld haben, brauchen wir in der vorne bleibt. Deswegen nehmen wir Mukanjo. Das müsste funktionieren. Der sieht auch an sich ganz stark aus eigentlich. Von daher wird das schon klappen. Gut, dann brauchen wir jetzt als nächstes eigentlich nur noch einen Spieler von Chelsea im zentralen Mittelfeld. Und mal sehen, wie wir den dann weiter verlinken. Bin ich schon mal hier spannend. Warte mal, das funktioniert noch gar nicht mit dem Spieler nur von Chelsea. Ich sollte, wenn, dann auch Chelsea eingeben. Nebenbei bemerkt, aber das ist ja so eine Sache. So, was machen wir denn da? Eigentlich ist das mit Chelsea gar nicht so klug. Außerdem sind die alle scheiße teuer. Was ist denn da los? Chelsea hat halt auch nur geile Mittelfeldspieler, ne? Muss man auch ganz ehrlich mal zugeben. Kann aber keinen Sechser hinstellen. Das geht nicht. Ich kann nicht Geld nehmen. Aber das ist, das ist viel zu defensiv. Wie sieht's denn? Ja.
Mit zentraloffensiv Mittelfeldspieler. Aus zentraloffensiv. Genau. Zentraloffensiv. Nicht so gut, wie ich gerade feststellen muss. Gar nicht so gut. Das heißt, wir brauchen einen belgischen zentralen Mittelfeldspieler aus der Prem. Was ja aber auch kein Problem sein dürfte. Dembélé wäre da eine der Möglichkeiten. Fellaini wäre auch einer. Wir brauchen einen offensiveren. Der kostet echt 12k. Was? Okay, kostet er nicht. Gott sei Dank. Das hat mich jetzt auch wirklich verwirrt, weil ich meine, der hat unfassbar geile Werte, aber die sieht doch kein Mensch außer mir. ZOM? Also Bräune. Oh. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Lukaku? Nee. Dann nehmen wir einfach mal Musa, wollte ich gerade sagen. Wir nehmen einfach mal. Das ist Musa, oder? Ist es Musa Dembélé? Es ist Musa Dembélé. Klar, es ist Musa Dembélé. Den nehmen wir auf jeden Fall. So. Als nächstes. Wir brauchen einen Sechser und zwar von Tottenham. Nein. Wir brauchen einen Linksverteidiger von Tottenham. Und da haben wir schon einen, das ist Danny Rose. Das müsste auch ganz gut funktionieren. So. Ach, Davis haben sie auch noch, aber Rose ist besser. Jetzt brauchen wir einen Sechser aus Belgien. Und damit können wir dann quasi weiter verlinken. Da bin ich mal gespannt, wen wir da jetzt hinstellen werden. Raja Nainggolan wäre natürlich geil, aber auch viel zu teuer eigentlich. Ihr wisst ja, ich habe nicht so viele Münzen. Und gebe auch für 7 Minutes Squad ungern viele aus. Wie viel kosten der? 27, ja. Ein offensiverer wäre natürlich gar nicht mal so schlecht, ne? Also sollte nicht aus der Premier League kommen. Was anderes aber relativ schwierig zu finden. Logischerweise. Witzel ist gut. Witzel ist gut, weil der kann defensiv und offensiv und Sankaré ist ja defensiv. Von daher passt das. Brauchen wir einen Innenverteidiger von Zenit St. Petersburg. Und ja, oder einen belgischen Innenverteidiger aus der gleichen Liga, aber dann haben wir wieder viel zu viel Belgien. Und ich glaube auch, dass es da außer Lomberts keinen gibt und der spielt ja beim gleichen Verein. Nee. Ah, dann kriege ich es nicht Nolings Wasted hin. Ha. Das ist doch scheiße. Es geht nicht, Nolings Wasted. Da müssen wir doch... Ihr wollt ja mal Nolings Wasted sehen und das geht so nicht. Es geht von den Links her nicht auf. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Sechser von Tottenham. So dumm es auch ist. Weil es auch keine vernünftigen gibt. Ja, Bentaleb. Aha. Paulinho spielt ja mittlerweile in China. Mason, Aye, Carroll sind alles keine Sechser. Da müssen wir Bentaleb nehmen. Nicht so cool. Einen algerischen Innenverteidiger ist halt auch wieder so eine Geschichte, ne? So wird es wenigstens Nordings wasted. So, Belkalem. Spielt in der gleichen Liga. Ja, mit Johnny. Wir brauchen halt mehr als einen. Und einen algerischen Keeper brauchen wir auch noch, davon mal ganz abgesehen. Spezial gibt's sogar. Ne, gibt's nicht. Schwachsinn. Oh, nee. Das geht mir gerade schon ein bisschen auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Französische Liga sind wir schon drin. Medjani ist noch in Ordnung. Wir brauchen noch einen. Und ja, hier ist so. Meluli. Oh, Mann, warum hat Algerien denn keine Innenverteidiger? So scheiße, da war noch einer. Da war noch einer, ganz am Ende. Der hat, glaube ich, immerhin zweite italienische Liga gespielt und hatte ein 69er-Rating. Das wäre an sich in Ordnung. Naja, was heißt in Ordnung? Besser als nix. Er spielt sogar portugiesische Liga. Ja. Zeit abgelaufen. Schiat. Bis gleich. Ja, für alle, die sich gefragt haben, Max, warum geht das nicht Nolings Wasted? Glückwunsch, ihr seid geistig gesund. Ja, es geht natürlich Nolings Wasted, ist es jetzt auch. Ich habe komplett vergessen, dass Sankaria noch einen Link braucht. Und jetzt haben wir hier Flamini, Koulibaly, wir haben Rami, wir haben Reina, wir haben Mariano. Und damit kommen wir auf volle Chemie. Danny Rose hat es jetzt doch in unser Linksverteidiger-Team geschafft, wollte ich gerade sagen. In unser Team geschafft als Linksverteidiger. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nationen und 4 Ligen, soweit ich das hier sehe. 1, 2, 3.
drei, vier. Ja, ist also ganz ordentlich, würde ich sagen. Wir suchen mal einen Gegner. Ich bin in guter Hoffnung, dass wir das tatsächlich mal gewinnen können. Bis gleich. So, Freunde, Gegner wurde gefunden und zwar haben wir ein Bundesliga-Team mit Junuzovic, mit Bender, mit Castro, mit Juro, mit Brooks, mit Tresch, mit Durm, mit Birki, mit natürlich noch Kagawa, mit Hernandez, Chicharito und Erik Maxime, Choupo-Moting. Na, auf geht's, ab geht's. Kriegen wir hin. So, da haben wir Hazard gegen Bender. Ah, das sieht schon mal gar nicht so gut aus eigentlich, aber die Flanke bringt der Jimmy. Bisher ein sehr... ja, unchancenhaftes Spiel. Unchancenhaft. Alter Schwede, jetzt eventuell mal. Auf der anderen Seite mit Choupo-Moting. Oh, der setzt sich auch durch gegen Koulibaly. Jetzt keinen dummen Elfer verursachen, sondern lieber ein dummes Gegentor. Nein, beides nicht. Schöner Ball auf Hazard. Der sich durchsetzt. Da hat er den Haken zu spät gemacht. Ja, ich habe ihn eigentlich schon früher gedrückt. Mariano! Schöner Strich eigentlich. Schade. Rutscht da rein. Das war vielleicht die größte Chance bisher in der Partie. Ich unterschlage euch hier gar nichts, auch wenn Reyna schon 6 Paraden hat. Ich weiß nicht, wie die zustande kommen. Bisher wirklich sehr langweilig eigentlich. Briand, den kannst du dann auch wirklich mal machen. Irgendwie müssen wir jetzt mal den Ball aufs Tor kriegen. Briand, Mann. Oh, Sankare. Deswegen ist der Sechser und nicht Offensive. Rose, oh Mann, das ist, funktioniert nicht. Oh, schön gemacht von Hazard, das wird aber wieder nix, das weiß ich jetzt schon, dreht hier mal vorbei, bleibt hängen. Also offensiv ist die Durchschlagskraft einfach nicht so da. Das mag auch an Briand liegen, jetzt mal die Flanke von Hazard und der springt vorbei. Also der hat allein schon 2-3 Tore machen müssen, der Jimmy. Dembele, oh mein Gott. Jetzt geht doch einfach mal einer rein, das kann doch nicht so schwer sein. Komm, Mukanjo, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das war wirklich notwendig. 87. Minute, wenn es Hazard schon nicht macht, wenn Hazard unauffällig ist, dann macht Mukanjo irgendwie so ein Ding rein. Oh Gott, verdient ist es und ich hätte echt keinen Bock auf Verlängerung gehabt. Nicht schon wieder. Gott sei Dank, wir gewinnen ein Spiel und wir spielen zu 0. Das ist ja unfassbar. So, 1-0 im Stadion des Watford Football Club. 9 Paraden? Wann hat der denn aufs Tor geschossen? Ich war eigentlich... 8-mal? Parade? Aha. Ja. Wo war da die Parade? Oh. Hat offenbar doch ein paar Mal mehr aufs Tor geschossen, als ich dachte. Was war das jetzt hier? Gut, wirklich gefährlich wurde es halt nie, ne? Aber mir soll es egal sein. Wir gewinnen dieses Spiel und dementsprechend auch die Episode der 7-Minute-Squad. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.